Habe ich ja vor kurzem versprochen, euch zu zeigen, wie man Mundwasser herstellt. Das sind eigentlich zwei Komponenten oder zwei Varianten. Ihr seht, ich habe hier eine kleine Flasche stehen, da komme ich am Schluss dazu. Ihr braucht nicht viel dazu. Eine Waage mit einer Tara-Funktion. Die sollte dann 0 Gramm anzeigen. Dann braucht ihr Zucker. Zucker ist eigentlich chemisch gesehen Xylit. Xylit ist ein Zuckersatzstoff, der karieshemmend wirkt. Davon brauchen wir jetzt genau 40 Gramm. 10 Gramm, naja, 40 Gramm sind schon eine ganze Menge. So, 40 Gramm. Nicht ganz genau, 39, aber das passt schon. So, 500 Milliliter Wasser. Allerdings, ich mache es ein bisschen anders. Ich habe hier nur ja, ein bisschen zu wenig. Ne, fast 500 Milliliter. 450. Da geben wir jetzt das Birkenzucker rein. Dann brauchen wir die Waage nicht mehr. Mal ausschalten. Und dann kommt wieder unser Allheilmittel, das Natron. Davon brauchen wir jetzt 2 Teelöffel. Und dann gibt man noch ein paar Tropfen ätherisches Öl dazu. In dem Fall Eukalyptus oder Pfefferminze oder wenn ihr was anderes habt, Nelkenöl oder wie auch immer. Ich gebe mal was 1, 2, 3, 4, 5 Tropfen rein. Das reicht mir. Das ist intensiv genug. Ich mache das nicht so intensiv. So. Das Ganze lösen wir jetzt mit lauwarmem Wasser. Das Wasser soll ein bisschen lauwarm sein oder zumindest Zimmertemperatur haben, also nicht kalt, also warm. Lösen wir das jetzt auf. Und damit ist das erste Mundwasser eigentlich schon fertig. Allerdings habe ich auch viel Literatur gelesen über Medizin in den Tropen und da kommt es ja oft zu Mundfäule. Und um das Ganze noch desinfizierter zu machen, kann man noch Wasserstoffperoxid, also H2O2, zugeben. Ich habe das nur in 11,9, also 12%. Es sollte nie mehr als 2% da drin sein. In Anmerkung unten zum Video schreibe ich euch so eine kleine Formel, wie ihr das ausrechnen könnt. Ich mache mir das jetzt relativ einfach. Ich sage, ein Zehntel von 12% sind 1,2%. Das heißt, wenn ich 500 Milliliter habe, dann sollten 5 Milliliter, maximal 10 Milliliter, genau diese Verdünnung ergeben. 10 Milliliter ist hier der unterste Strich. Ja. Jo. Warum nicht mehr? Weil Wasserstoffperoxid reizt die Schleimhäute. So, das gebe ich dazu. Ich rühre es jetzt nur noch einmal vorsichtig um, damit das Wasserstoffperoxid nicht ausgast. Ja, dann nimmt man so eine Flasche. Ich nehme meistens eine alte, in dem Fall eine alte Wodkaflasche, vom Trinkspiel das Flasche. Da kriege ich dann einen halben Liter auch unter. Weil meistens, wenn man es kauft, sind die Gläser ja viel, viel kleiner. Da sind wir 200, 300 Milliliter drin. Und man zahlt dann zwischen 2 Euro und 7 Euro, je nach Mundwasser. Ich finde, das hier ist wesentlich besser als das zu kaufende Mundwasser. Weil es neben der normalen Funktion des Mundwassers auch noch eine desinfizierende Wirkung hat. Okay, damit ist unser Mundwasser schon fertig. Materialkosten, ich sag mal, ich schätze 20 Cent. Mehr wird das sicherlich nicht kosten. Das teuerste dran ist wahrscheinlich der Xylitzucker, der Birkenzucker. Wasserstoffperoxid kann man im 5 Liter oder 10 Liter Kanister kaufen. Bei Online-Händler eures Vertrauens. Ätherische Öle haben die meisten eh zu Hause. Ja,
Natron habe ich schon mal gesagt, das kostet in großen Gebieten mit 25 Kilo Säcken 20 Euro. Das Kilo 1 Euro, dann kann man sich ausrechnen, wie viel das 2 Teelöffel davon kosten würden. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich konnte euch hier etwas zeigen, was euch interessiert.